Ein 2 Kilometer langer Zug, bestehend aus 25 Zugskompositionen mit jeweils 4 Wagen und mit 7 Lokführern im Führerstand. Der Weltrekordversuch mit dem längsten Reisezug der Welt, den die Rätische Bahn über Monate minutiös vorbereitet hatte, ist heute Nachmittag geglückt. Angespannte Blicke hoch in die malerische Berglandschaft. Sie alle sind hier, um den Weltrekordversuch aus der Nähe mitzuerleben. Und dann ist klar, der Weltrekord ist Tatsache. Der Rekordzug überquert das Landwasserviadukt, 100 Wagen lang, 3000 Tonnen schwer, angetrieben von 25 Capricorn-Triebzügen, die insgesamt 35.000 PS leisten. Erleichterung und Begeisterung nicht nur im Führerstand und bei Zuschauerinnen und Zuschauern. Auch der RHB-Direktor ist sichtlich bewegt. Jetzt kommt der Zug. Was ist das für ein Gefühl für Sie? Das ist das Größte. Das ist genau dieser Anblick, den wir auch zeigen wollten. Wir sehen die Genialität der Ingenieure, die hier diese Strecke ins Gelände gebaut haben. Es ist einfach wunderbar. Die anspruchsvolle Bergstrecke führte von Breda bis nach Alvernøy. Knapp 800 Höhenmeter galt es zu überwinden. Fast 400 Personen standen für das Spektakel im Einsatz. Im Zug mitfahren durften lediglich 150 geladene Gäste.